Fahrräder, Menschen in Radlerhosen und dörfliches Flair, das passt eigentlich nicht so recht zusammen mit der Musik von Schumann und Brahms. Doch zum diesjährigen Schumannfest gehörten auch die Fahrradkonzerte, bei denen die Interessenten mit dem Rad durch den Landkreis gefahren sind, immer auf den Spuren der beiden großen Komponisten. Und es ist schon erstaunlich, wo sich überall familiäre Spuren Robert Schumanns entdecken lassen. Mehr als 50 Fahrräder parkten am Samstagvormittag bereits auf dem Rathausplatz in Reinsdorf. Zwickau und der Landkreis zeigen damit, dass die Musik von Schumann und Brahms nicht auf den Konzertsaal und die hochwertige Abendgarderobe beschränkt sind. Wir nehmen das erste Mal als Gemeinde Reinsdorf an den Schumann-Festtagen teil. Dieses Jahr das Motto Schumann und Brahms, ganz einfach wunderbar. Dr. Sinowsek, Robert Schumann-Haus, der Chef, hat uns gefragt, ob wir bei einem Fahrradkonzert mit Musik und Lesung mitmachen, hier auf unserem Rathausvorplatz. Das Wetter stimmt, die Besucher sind da. Die ersten Damen und Herren aus dem Robert-Schumann-Haus machen hier ihre erste Station. Was wollen wir mehr? Reinsdorf ist dabei aus mehreren Gründen eine gute Adresse. So braucht man sich hier als Radfahrer schon lange nicht mehr über die Straßen zu quälen und sich mit den Kraftfahrern herumzuärgern. Ja, also wir haben schon 1993 angefangen, viele Radwege zu bauen, insbesondere die innerörtliche historische Straße, den sogenannten Steig, heute neudeutsch Wiesenaue. Und das kann man also heute alles benutzen und ist ganz einfach wunderbar. Wir haben noch einen Bezug zu Robert Schumann. Sein Enkel Ferdinand Schumann war ab 1930 bei uns Apotheker. Er hat also noch Clara Schumann kennengelernt, er hat noch Brahms kennengelernt und das war also auch ein Grund, ganz einfach unbürokratisch und schnell Ja zu sagen. Einer der Enkel von Clara und Robert Schumann, Ferdinand, hatte eine recht bewegte Kindheit und Jugend und lernte dabei auch Brahms kennen. Darüber machte er umfangreiche Tagebuchaufzeichnungen. Musik von Brahms hörte ich zum ersten Male im Frühjahr 1891. Es war in Frankfurt am Main bei meiner Großmutter Clara Schumann. Ich war damals 16 Jahre alt und hatte von Brahms vorher nie etwas gewusst. Eines Tages vernahm ich aus dem geschlossenen Nebenzimmer zauberhafte Klänge vom Flügel her. Wie gebannt horchte ich auf. Später erfuhr ich, was es gewesen war. Die Haydn-Variation von Brahms. Meine Großmutter hatte sie mit meiner Tante Eugenie Schumann am zweiten Flügel geladenen Gästen vorgespielt. Dazwischen gab es immer wieder Stücke der beiden Komponisten, die Dr. Thomas Sinowsek als Original, aber auch in Jazz-Varianten zum Besten gab. Für den Leiter des Robert-Schumann-Hauses war es auch eine Abwechslung. Denn Schumann in einer Landgemeinde, das hat man auch nicht alle Tage. Naja, aber sehr naheliegend. Clara Schumann hatte 14 Enkel und der erste männliche Stammhalter davon, der älteste, das war Ferdinand Schumann, geboren 1875. Und der war ab 1930 hier in Reinsdorf Apotheker. Und das kam nicht zufällig, dass er zu seinen familiären Wurzeln zurückkehrte. Denn obwohl er in Berlin geboren war und die Großmutter in Frankfurt lebte, die Großmutter war für ihn verantwortlich, weil der Vater schwer krank war. Und hat die Großmutter Clara Schumann ihn aber dann hier nach Schneeberg zu ihrer Nichte geschickt. Da hat er dann 7 Jahre gelebt. Und dann war er in Frau Reuth als Apotheker in der Lehre. Und dann ist er zu Clara Schumann nach Frankfurt am Main ins Haus gezogen. Hat wirklich 3 Jahre bei ihr Musikunterricht gehabt. Und sie bis zu ihrem Tod begleitet. Dabei lernte der junge Ferdinand Schumann Brahms sowohl als Komponisten, Musiker, aber auch im alltäglichen Leben kennen. Seine Stimme ist eigentümlich hell, nicht wohlklingend. Sie klingt, als sei sie zerbrochen. Mir fiel seine merkwürdige Krawatte auf, eine Fakor, wie ich sie noch nicht gesehen hatte. Brahms war äußerst lebhaft und witzig. Er saß Großmutter gegenüber. Die Unterhaltung war sehr angeregt. Das Wunderbarste an Brahms sind seine Augen von einer eigentümlichen Bläue. Die Haare trägt er hinten ziemlich lang über den Rockkragen und dann nach allen Seiten glatt abgeschnitten. Er bedient sich manchmal des Zwickers als Brille. Wie Brahms sich gibt in der Unterhaltung, verrät ganz und gar den außerordentlichen Geist. Brahms gibt beim Spielen ein merkwürdiges Geräusch von sich. Man könnte es ein kurzes, abgestoßenes Brummen oder Schnarchen nennen.
Johannes Brahms, Ungarischer Tanz. Schumann, Brahms und Fahrräder. Eine gelungene Symbiose, mit der man Klassik auch heute noch locker darbieten kann.